Herzlich willkommen zur 21-Tage-Challenge Deinem Körper Gutes tun. Online-Meditation, Online-Praxisübungen und Ayurveda-Tipps, die frei miteinander kombinierbar sind. Tag 19, Meditation 7. Dein Unterbewusstsein steuert immer dorthin, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Daher achte nicht auf das, was dir missfällt oder was dich negativ stimmt. Richte deinen Fokus auf deinen Wunsch, auf dein Ziel, auf das, was dich glücklich macht. Wenn du deine Gewohnheiten ändern möchtest, dann beschäftige dich mit dem, was dir und deinem Körper gut tut. Richte deine Aufmerksamkeit auf dieses unglaublich beflügelnde Gefühl, was das Bild von deinem Ziel in dir auslöst. Kannst du dieses Bild nun noch realer, noch klarer in deinen Gedanken sehen? Dieses Glücksgefühl zu spüren, diesen Glauben daran, dass dein Wunsch tatsächlich real wird, ist der wichtigste Schritt, um in Richtung Transformation zu gehen. Trainiere dein Bewusstsein, positiv zu denken. Das braucht Zeit und mit regelmäßigem Training erreichst du dein Ziel. Sei geduldig und vertraue dir selbst. Deine Gewohnheiten und deine Muster der letzten Jahre wirst du ablegen, denn du hast das Steuer dafür in deinen Händen. Folge deinem Herzen. Dein Herz kennt dein Ziel. Manifestiere deinen Wunsch, gesund und fit zu sein. Glaube wahrhaftig daran. Belohne dich jeden Tag mit Wertschätzung, mit liebevollen Gedanken, um dich zu motivieren, die Reise zu deinem Wohlbefinden zu genießen. Sich selbst wertzuschätzen und zu akzeptieren, ist der Schlüssel zu deiner positiven Veränderung. Du selbst hast das Werkzeug für die Erfüllung deines Wunschs in dir. Deine Urkraft wird entfacht durch deinen Willen, deine Wertschätzung, deinen Zuspruch und deine Begeisterung. Glücklich zu sein und deinem Körper Gutes zu tun, steht ab heute an erster Stelle. Wenn du dich in deinem Körper wohlfühlen willst, dann füge ihm Nährstoffe zu, die ihm Gutes tun. Geh mit deinem Körper liebevoll um. Nimm nun eine bequeme Sitzhaltung ein. Lege deine Hände in deinen Schoß oder entspannt auf deine Oberschenkel. Deine Augen sind geschlossen. Du kommst mit deiner Atmung ganz in diesen Moment, fließend und ruhig. Ja.
Lass Gedanken los. Dein Fokus ist auf deine Ausatmung gerichtet und auf dein positives Gefühl dir gegenüber. Während der Meditation kannst du zum Beispiel diese Worte in deinen Gedanken als Fokuspunkt wiederholen. Mein Atem ist fließend und ganz ruhig. Ich vertraue mir. Die Meditation startet mit einem Klangschallenklang und endet mit einem. Fühle dein Herz. Fühle deinen wunderbaren Körper. Langsam kommst du mit deinen Gedanken wieder hierher in den Raum. Vertiefe deine Atmung. Fokus auf deine Einatmung, um dich mit positiver Energie aufzuladen. Langsam, wenn du bereit bist, öffne deine Augen wieder. Schreib diesen Satz: Ich bin geduldig und denke positiv. Auf ein Blatt und platziere es in deinem Sichtfeld. Zum Beispiel auf deinem Computer, Handy oder in deiner Küche, um deine Wünsche immer wieder in dein Bewusstsein zu holen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag im Einklang mit deinem Körper, deinem Herzen und deiner Zufriedenheit. Alles Liebe, eure Manuela Jogela.